Ich wurde natürlich auch oft angesprochen, ich würde Marktpreise kaputt machen, wenn doch jeder jetzt daherkommt und Hörspiele produziert. Da muss ich sagen, klar. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino und ich stelle mich heute der Frage, warum ich eigentlich kostenlose Hörspiele produziere. Diese Frage wird mir ehrlich gesagt in letzter Zeit sehr oft gestellt, also warum ich nicht monetarisiere, warum ich keine Downloads gegen Kauf anbiete und überhaupt. Und da habe ich mir gedacht, dazu mache ich einfach ein Video und erkläre euch das einfach mal, warum ich meine Hörspiele nicht monetarisiere. Der erste Punkt ist, ich habe mein Ohrenkino gegründet, genau aus dem Grund, ich wollte Hörspiele machen mit Freunden und die dann an die ganze Welt verteilen. Das heißt, jeder sollte meine Hörspiele kostenlos hören können, weil es sind auch keine professionellen Hörspielproduktionen. Am Anfang waren es ja so, es waren viele meiner Freunde, die mitgemacht haben. Alle haben kostenlos und ehrenamtlich mitgemacht. Mittlerweile darf ich sagen, dass da auch einige Profis darunter sind, die trotzdem kostenlos und ehrenamtlich für mich arbeiten. Und das finde ich wirklich klasse. Und genau das wollte ich eigentlich beibehalten. Deswegen hat sich für mich die Frage gar nicht gestellt, ob ich meine Hörspiele eigentlich verkaufen möchte. Der zweite Punkt ist, also ich bin mir relativ sicher, dass Hörspiele von einer Hobbyproduktion, wie Mein Ohrenkino eine ist, einfach keinen Absatzmarkt haben, wie jetzt ein ganz normales professionelles Hörspiel. Auch wenn professionelle Sprecher bei mir mitmachen, ist es immer noch so, ich bin ein Hobbyist, das heißt, ich schreibe meine Skripte so, wie ich das denke, ich mache meine Hörspiele so, wie ich mir das denke und so, wie ich sie gerne haben möchte. Sie kommen auch ganz gut an, aber ich glaube auch, dass der Hörspielfan nicht bereit ist, wirklich Geld dafür zu bezahlen, wenn er sieht, es ist eine Hobbyproduktion und eben keine Profiproduktion. Ich kann nicht mit riesengroßen Namen aufwarten, wie David Nathan oder Simon Jäger und so weiter, aber ich biete euch trotzdem, wie ich finde, gute Hörspiele. Der dritte Punkt wäre, wenn man jetzt anfängt, das Ganze zu monetarisieren, und ich rede jetzt nicht einfach, dass man bei YouTube irgendwelche Anzeigen schaltet, sondern ich rede auch davon, wenn man anfängt, CDs produzieren, die ihr dann kaufen könnt. Dazu ist zu sagen, ihr müsst euch einfach mal überlegen, was eine CD-Produktion einfach kostet. Dafür habe ich einfach mal so ein kleines Beispiel oder zwei Beispiele gemacht, an dem ich euch einfach zeigen möchte, was letztendlich für mich bei so einem Hörspiel eigentlich hängen bleiben würde. Sagen wir mal, ich würde 500 CDs produzieren mit Booklet, Inlay und Cover, alles schön farbig bedruckt, natürlich auch die CD bedruckt und davon 500 Stück. Ist natürlich schon eine Menge, aber wie gesagt, es geht ja einfach nur darum, euch mal zu zeigen, was unterm Strich einfach übrig bleibt. Sagen wir mal einfach, die CD würde 8 Euro kosten im Verkauf. Da müssten wir natürlich erstens die Mehrwertsteuer abziehen. Dann kommt natürlich, wenn ich das Ganze versenden möchte, kommt natürlich Versandmaterial hinzu. Dann natürlich die generelle Herstellung der CD. Das wäre Punkt 3. Dann müsste ich natürlich, wenn ich damit Geld verdiene, müssten auch die Sprecher Geld verdienen. Da habe ich jetzt einfach mal eine Pauschale eingesetzt für die Honorare. Die Pauschale sieht wie folgt aus. Ich hätte gesagt, im Durchschnitt würde ich maximal 50 Euro pro Sprecher zahlen. Das ist natürlich nicht viel, aber es ist für mich natürlich auch nicht wenig. Im Durchschnitt sind es vielleicht 8 Sprecher, die im Hörspiel so tätig sind. Das würde bedeuten, ich hätte 400 Euro, die ich an Sprecherhonorare habe für das Hörspiel und die muss ich natürlich auch mit in die Produktion einrechnen. Und zum Schluss natürlich so allgemeine Sachen wie Strom, Gerätebenutzung und so weiter. Dafür habe ich hier eben auch eine Pauschale eingesetzt. Und ihr seht, unterm Strich bleibt mir von den 8 Euro letztendlich gut 4,32 Euro. Ich muss hier immer auf meinen Zettel gucken, weil da stehen alle Zahlen drauf. 4,32 Euro wäre letztendlich mein Gewinn an einer CD, wenn die CD 8 Euro kostet. Das würde bedeuten, würde ich die gesamte Auflage verkaufen, wären es eben 2160 Euro. So, jetzt sagt ihr, Mensch, 2160 Euro ist ja nicht wenig. Aber natürlich, ihr müsst rechnen, ich bekomme das Geld nicht sofort, sondern es verteilt sich über einen langen Zeitraum, weil die Leute werden ja nicht sofort 200 Stück, nicht sofort am Stück kaufen, sondern es werden Einzelverkäufe. Es wären also Einzelverkäufe und das Ganze zieht sich einfach in die Länge. Wie gesagt, ich habe am Anfang ja gesagt, dass die Community, dass ich die Bereitschaft da so ein bisschen bemängel, dass die Leute eben kein Geld für Hobbyproduktionen ausgeben würden.
wird man sagen, ja, dann macht doch statt 8 Euro 6 Euro für eine CD-Produktion. Rechnen wir auch, wir haben also die gleiche Rechnung, ihr seht ja hier die gleiche Rechnung, aber statt im Verkauf 8 Euro haben wir 6 Euro. Das bedeutet, unterm Strich bleiben nur 2,64 Euro. Würde ich die Gesamtauflage verkaufen, hätte ich damit 1320 Euro verdient. Jetzt ist es so, dieses Geld ist ja nicht einfach nur auf meinem Konto, sondern ich muss ja auch Steuern davon bezahlen. Das heißt, ich verkaufe Tonträger, das heißt, ich müsste ein Gewerbe anmelden, ich müsste das mit meiner Einkommensteuer natürlich verrechnen. Bedeutet also, aber auch da ist das Geld, was ich da bekomme, nicht wirklich das, was ich behalten darf. Ich müsste davon eben auch Steuern bezahlen. Und da ist wirklich die Frage, ob dieser ganze Aufwand sich wirklich lohnt. Statt der CD könnte ich natürlich auch einfach einen digitalen Download anbieten. Das ist das, was für mich am wahrscheinlichsten ist, weil ich habe keine CD-Kosten, keine Herstellungskosten. Ich muss das Ding nicht verschicken. ich muss das Ding nicht verschicken, sondern ihr könnt es einfach bezahlen und runterladen. Dann stellt sich aber halt die Frage, das wird sich bei der CD natürlich auch stellen, was ist denn mit dem Shop-System? Auch da bräuchte ich einfach ein Shop-System, wo ihr einfach bequem bestellen könnt, wo ihr bezahlen könnt, wo ihr euch eventuell auch anmelden könnt. Also es müsste auch vielleicht eine, so eine Account-Verwaltung dahinter sein und. Das sind auch Sachen, die kosten Zeit, die kosten vielleicht auch Geld und es hat auch mal so ein gewisses Risiko, was damit schwingt. Aber ich müsste natürlich mit dem Preis ein bisschen runtergehen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn da steht, die CD kostet genauso viel wie der Digital-Download, fragt man sich immer so, da sind ja keine Herstellungskosten und das muss doch günstiger sein, weil man eben dann nicht auf dem Schirm hat, dass eben auch ein Digital-Download Kosten verursacht, weil nicht jeder hat vielleicht ein Shop-System oder er hat einen Server oder sonst irgendwas, wo man auch Kosten hat. Hostet man seine Hörspiele zum Beispiel auf Amazon? Soweit ich weiß, gehen da auch schon mal einfach 30% drauf. Das heißt also, man hat 30% einfach, die man von dem Verkauf einfach abziehen muss. Das heißt also, auch da entstehen Kosten. Und das ist das Gleiche, als hätte man Herstellungskosten. Man hat jetzt dann eben Plattformkosten. Deswegen auch, der Digital-Download wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das heißt nicht, dass ich sofort sehr viel mehr Geld damit verdienen würde. Ich könnte natürlich, das kann ich jetzt auch schon machen, ich könnte auch meine Hörspiele, und da überlege ich tatsächlich, ob ich das mal machen sollte, dass ich meine Hörspiele zum Beispiel bei Spotify liste. Das kann man ja ganz einfach machen. Mittlerweile ist es ja relativ einfach. Man bezahlt im Prinzip pro Track eine kleine Marge und dann kann man das hochstellen und man bekommt im Gegenzug dafür von Spotify für jeden gehörten Track eben ein paar Cent dazu. Wäre vielleicht eine Option für mich zu sagen, ja, da könnte ich monetarisieren, ohne dass ihr was davon bezahlen müsst. Weil darum geht es ja, mit Monetarisierung meine ich eben auch, dass ich das Produkt verkaufe, was ihr kaufen müsst. Was ich jetzt nicht völlig ausschließe, ist natürlich eine Monetarisierung, mit der ihr gar nichts zu tun habt. Das heißt, Affiliate könnte man machen. Man könnte natürlich versuchen, über YouTube noch ein bisschen mehr zu verdienen, aber da, wie gesagt, ist nicht ganz so einfach. Es geht halt nur darum, meine Hörspiele sollen für euch eben kostenlos sein. Kommen wir noch dazu, was es auch bedeutet, überhaupt ein Hörspiel zu produzieren. Stichwort Zeitaufwand. Natürlich muss ich auch meine Zeit dafür aufwenden. Ich setze mich nach der Arbeit hin in meiner Freizeit. Ich schreibe ein Skript, ich frage die Sprecher, ich mache ein Casting. Dann kommt natürlich die Zeit, die die Sprecher brauchen, wenn sie halt ihre Takes aufnehmen. Dann muss das Ganze verarbeitet, vertont, gemastert werden, irgendwo hochgeladen werden. Ich muss dafür natürlich auch irgendwie Werbung machen. Und auch das nimmt Zeit in Anspruch, die ich jetzt so ohne weiteres gar nicht benennen könnte, was es in Zahlen sind, also was es in Geld ist. Dazu müsste ich mich erstmal hinsetzen und fragen, was kostet überhaupt eine Stunde, wenn ich da dran sitze. Das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Wenn ich CDs verkaufe, kommt natürlich noch auch der ganze Aufwand des Verkaufs hinzu. Das heißt, ich muss Bestellungen entgegennehmen. Ich muss auch schauen, ob die auch wirklich bezahlt haben, damit ich die CD rausschicken kann. Ich muss die Adresse haben, ich muss das frankieren, ich muss es zur Post bringen. Dann gibt es vielleicht noch Reklamationen, um die ich mich kümmern muss. Das sind alles Faktoren, die mich eigentlich auch eher davon abhalten, das ganz alleine zu machen. Das heißt also, ich müsste mir vielleicht einen Partner suchen, der mich dabei unterstützt. Der würde natürlich auch Geld kosten und so weiter und so weiter. Ihr seht also, für mich persönlich habe ich gute Gründe zu sagen, ich mache das Ganze kostenlos, weil alles andere auch kostenlos ist. Das heißt, die Sprecher sind bei mir, arbeiten ehrenamtlich. Ich mache zum Beispiel auch die Creepy Tales zusammen mit Philipp Bösand. Er macht das auch in seiner Freizeit. Er kümmert sich um Casting, kümmert sich manchmal auch ein bisschen um den Dialogschnitt.
schaut nach neuen Autoren. Ich übernehme dann die Produktion, die Vertonung, das Mastering und der Upload bei YouTube. Dann kommen natürlich noch die ganzen freien Autoren hinzu, die auch nichts dafür haben wollen, die einfach ihre Arbeit geben und uns quasi ihre Skripte halt schenken. Deswegen finde ich es auch nur fair, dass die Hörspiele eben auch kostenlos sind und dass ich sie für euch eben auch kostenlos halte. Das sind einfach so die Punkte, die mich einfach davon abhalten. Die anderen natürlich in Kauf nehmen, die das professionell betreiben. Das bedeutet nicht, dass die halt das nicht machen sollen, sondern es geht dabei, warum ich meine Hörspiele kostenlos anbiete. Dann, das wäre einfach noch so der nächste Punkt, warum ich das mache. Ich möchte halt nicht, dass dieses Hobby, was ich habe, irgendwann zu einer Pflicht wird. Dass ich also gezwungen bin, Hörspiele zu machen, um Geld zu verdienen. Das möchte ich einfach verhindern. Ich möchte mir einfach dieses Hobby als Hobby erhalten. Ich möchte Spaß daran haben. Ich möchte Spaß daran haben, mich am Wochenende an den Rechner zu setzen und Hörspiele zu machen. Und wenn ich diesen Spaß nicht mehr habe und es ist einfach eine Pflicht, die ich erfüllen muss, dann muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich dann das Ganze so machen würde. Deswegen habe ich auch großen Respekt vor jedem Hörspielproduzent, der wirklich seinen Lebensunterhalt mit Hörspielen verdient. Wenn ich da zum Beispiel an Christoph Piasecki denke von Contendo Media, der haut momentan unheimlich viele Hörspiele raus, alle digital, weil er sich den Weg über die CD spart, weil er, denke ich, das, was in meinen Augen auch zeitgemäß ist. Er macht sehr gute Hörspiele, er macht sehr viele Hörspiele, er sorgt dafür, dass ihr ständig Nachschub bekommt. Und er hat auch das Risiko. Er bleibt auf sämtlichen Kosten sitzen, wenn ihr die Hörspiele nicht kauft, wenn ihr sie euch nicht anhört, wenn ihr sie euch illegal runterlädt und so weiter und so fort. Das ist auch einfach ein großes Risiko. Und ich habe noch den Vorteil, ich müsste noch nicht mal davon leben. Ich könnte einfach, wie gesagt, ich habe ja einen Beruf, ich bin ja Grafikdesigner vom Beruf und mache das Ganze nur nebenbei. Heißt also, ich habe auch kein Risiko. Deswegen kann ich euch die Hörspiele kostenlos geben, solange alle anderen eben auch kostenlos mit mir zusammenarbeiten. Ja, das waren meine Gedanken dazu, warum ich das Ganze nicht monetarisiere, warum ich meine Hörspiele kostenlos gebe. Ich wurde natürlich auch oft angesprochen, ich würde Marktpreise kaputt machen, wenn doch jeder jetzt daherkommt und Hörspiele produziert. Da muss ich sagen, klar, erstmal, ich bin der Meinung, nicht jeder kann Hörspiele produzieren. Auch dazu ist ein gewisses Equipment notwendig. Es ist auch ein gewisses Know-how dafür notwendig. Und ich werde den Teufel tun und meine Hörspiele mit einer professionellen Produktion zu vergleichen. Ich habe jetzt in letzter Zeit, nicht nur in letzter Zeit, sondern generell viele Hörspiele gehört. Es sind auch sehr viele neue Hörspiele auf den Markt gekommen. Aktuell von Ivan Leo Menger, Ghostbox, die zweite Staffel. Und wenn ich mir da die Sprecher anhöre, was die leisten, oder auch bei Monster 1983, ich finde, David Nathan war in diesem Hörspiel einfach unglaublich gut. Allein die Einstiegsszene, wie er nach Hause kommt und seine Tochter sucht, da steckten so viel Emotionen drin, so viel Power drin, dass man eben auch sagt, den Leuten bezahlt man doch gerne Geld dafür, dass die so einen guten Job leisten. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung. Und auch andere Produktionen hier, die Hörspiele, die ich gerne höre, Thomas Bierker. Thomas Bierker von Dreamland Grusel, finde ich, macht auch sehr gute Hörspiele. Er hat immer professionelle Sprecher, er hat verschiedenste Gruselgeschichten und man hat auch gemerkt, dass die für mich immer besser wurden. Deshalb tue ich mich einfach schwer, mich mit solchen Leuten einfach zu vergleichen. Das ist einfach, es ist eine Hobbyproduktion, wir machen das alle mit Leidenschaft und wir kriegen auch Anerkennung, wir kriegen auch Kritik. Und die Kritik ist in vielen Fällen einfach berechtigt, weil manche Sachen weiß ich eben nicht. Manchmal denke ich mir, ja, den Schnitt hätte ich bestimmt noch besser machen können. Ich hätte vielleicht noch mehr Sounds da reinpacken können. Und vielleicht hätte ich den Plot von einem Hörspiel noch besser gestalten können. Aber ich mache die Hörspiele so gut ich kann. Meine Sprecher sprechen so gut, wie sie können. Und wie gesagt, ich finde, sie machen wirklich einen tollen Job. Und ich würde mich auch einfach freuen, wenn ihr das anerkennt, wenn ihr euch freut, dass es Hörspiele gibt, die es kostenlos sind, dass euch die gefallen, dass ihr auch könnt die kostenlos runterladen, ihr könnt sie verteilen und das ist eigentlich die Anerkennung, die ich brauche und warum ich das Ganze halt mache. So einfach ist das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, warum ich meine Hörspiele jetzt kostenlos anbiete. Ich habe eure Fragen hoffentlich damit geklärt. Falls ihr noch Fragen habt, warum und weshalb, ihr wisst ja, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr auch die Glocke drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch in dieser Krise viel Gesundheit, hört Hörspiele, lenkt euch ab. Und
Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.